Der Winter hat in Leipzig erstmal eine Pause eingelegt. Das heißt, das Fortkommen im Straßenverkehr wird momentan weder durch Eis noch durch Schnee beeinträchtigt. Stattdessen haben sich neue Gefahrenquellen aufgetan. Schlaglöcher. Im Täubchenweg reiht sich eins ans andere. Die aufgebrochenen Fahrbahnbelege müssen schnellstmöglich wieder geschlossen werden. Das geschieht oft nur behelfsmäßig und auch nicht immer sofort. Der Zustand ist eigentlich der Jahreszeit entsprechend. Sobald das Wetter das zulässt, ich sag mal März, werden wir natürlich dann auch größerflächig wieder reparieren. Aber da muss ich sagen, wir stehen ja noch vor dem Winter. Wir werden sehen, wo wir die Schwerpunkte setzen müssen. Die Instandsetzung kostet aber nicht nur Zeit, sondern auch Geld. In diesem Jahr fließen mit 5,4 Millionen Euro zwar mehr Mittel in den Straßenbau, doch es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein, denn der Bedarf wird von Jahr zu Jahr größer. Es müssten auch grundhafte Ausbaumaßnahmen eingeplant und vorgesehen werden, was aber mit den bestehenden Mitteln, die die Stadt hat, nicht möglich ist, sodass es sich im Laufe der Zeit der Straßenzustand insgesamt verschlechtern wird. Obwohl der Fahrbahnzustand in den vergangenen Jahren schlimmer war, ist es auch jetzt für die Autofahrer ärgerlich, wenn man unliebsame Bekanntschaft mit einem Schlagloch macht. Oft erkennt man sie zu spät, rumpelt ungebremst hinein und hat den Schaden. Also die hauptsächlichen Schäden, die wir jetzt momentan zu verzeichnen haben, sind halt Federbrüche zum Beispiel an den Fahrzeugen. Das passiert vorne oder hinten, das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Oder die Stabilisatoren leiten halt, das nennt man auch so Koppelstangen im Volksmund, die können auch brechen bei diesen Schlaglöchern. Die Federbrüche und sowas sind nach wie vor vorhanden, aber noch in einer konstanten Zahl. Also da hat sich jetzt dadurch nichts ausgewirkt. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, sollen im Frühsommer die Ausbesserungen beginnen. Allerdings werden sich die Autofahrer dann wieder aufregen, dass sie im Stau stehen.